Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Die neue Fortnite-Season ist ja noch nicht lange draußen und wir haben sie schon komplett gebrochen. Und zwar werde ich euch heute mal die krassesten Spielfehler zeigen, die heftigsten Momente, um epische Siege zu holen und noch viele, viele weitere Sachen. Aber wir schnacken gar nicht lange und legen direkt los. Starten wir direkt rein mit dem heftigsten Spielfehler wahrscheinlich der ganzen Fortnite-Season. Unter anderem ist das Ganze sogar in Cups eingesetzt worden, was ich richtig krass finde. Und zwar gab es eine Möglichkeit, die Icarus-Schwingen so einzusetzen, dass ihr euch gerade in die Luft geschossen habt und währenddessen hattet ihr die Möglichkeit, euch einfach zu heilen. Ich weiß gar nicht, ob der Trick immer noch funktioniert. Solltet ihr auf jeden Fall nicht anwenden, weil ihr dafür auf jeden Fall gesperrt werden könnt. Aber ich muss sagen, das ist einfach nur crazy, dass das Leute benutzt haben, um Rundensiege zu holen. Ich habe das unter anderem sehr, sehr oft auch auf TikTok gesehen, wo das Leute eingesetzt haben, um damit epische Siege zu holen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, haben das Leute sogar in Cups eingesetzt, um damit einfach Geld von Fortnite zu verdienen. Einen weiteren heftigen Spielfehler haben wir direkt am ersten Tag in der neuen Fortnite-Season bekommen. Und zwar ist der wahrscheinlich durch Zufall einfach aufgekommen. Da ist jemand hingegangen und hat sich einfach mit den Icarus-Schwingen in einen Müllcontainer reinschießen lassen. Und wenn ihr das Ganze richtig ausgeführt habt, hattet ihr die Möglichkeit, einfach unsichtbar in die Luft geschossen zu werden. Und da konntet ihr unter anderem wieder 10, 15, 20.000 Meter in die Luft kommen. Das Ganze sieht auf jeden Fall nur geisteskrank aus. Zieht euch das mal bitte rein, wie Fortnite von oben aussieht. Wir haben das Ganze in der letzten Season ja auch schon gemacht für den Weltrekord. Aber das hier ist auf jeden Fall Next Level hier. Nächster Trick, Freunde, mit dem wir Fortnite brechen werden. Und zwar werden wir jetzt wie Superman durch die Gegend fliegen. Ich darf euch nicht genau zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir machen das auch im Private Lobby hier, damit keiner Nachteile hat. Aber mal gucken, ob es immer noch funktioniert. Ladies and Gentlemen, guckt euch das bitte an. Es funktioniert einfach. Wir sind Superman, Mann. Schnell wie Superman. Was? Ich hätte eigentlich Superman ausrüsten müssen. Ey, das geht ja wirklich noch immer. Wer ist das da oben? Ist es eine Lampe? Ist es ein Eierkopf? Nein, es ist Superman. Oh, eher Super Broke Man in dieser Season hier. Wie krass ist das denn bitte? Übrigens sieht das Ganze für normale Spieler einfach so aus wie immer. Aber für dich selber sieht es so aus, als wenn du einfach durch die Gegend fliegen kannst. Oh, ich gehe gar nicht mehr runter. Okay. Ich kann fliegen. Ey, das ist ja ultra geil, gerade mit dem Midas hier. Nächster Brokey-Mokey-Trick in Fortnite. Und jetzt wird es richtig speziell. Und zwar soll man angeblich in Fortnite schweben können. Und das probieren wir jetzt mal aus. Okay, dann lass mal schauen, ob das Ganze wirklich funktioniert. Oh mein Gott, es ging wirklich kurz. Okay, Freunde, es funktioniert. Wir können einfach über die ganze Karte schweben. Was ist das denn bitte? Oh mein Gott. Okay, das ist ja geisteskrank. Wie lange geht das bitte? Wir haben noch 57 Sekunden. Wollt ihr noch irgendwas in die Kamera sagen, Leute? Wie ulkig ist das denn bitte? Was? Holy moly, Mann. Ich schwebe. Andere fliegen einfach. Wannabe schwebt einfach in dieser Fortnite-Season. Das sieht aber auch nicht ganz so gesund aus, oder Midas? Ich glaube, wir brennen gleich. Der Adler muss gelandet werden. Wie sieht das überhaupt, wenn ich jetzt runtergehe? Wie sieht das überhaupt aus, wenn ich jetzt runtergehe? Was? Ich bin immer noch in der Luft. Oh Gott, was war das für ein Voice-Crack, Mann? Aber ich würde auf jeden Fall sagen, auch dieser Trick hier ist einfach nur geisteskrank. Cool, Mann. Für den nächsten Trick, Freunde, brauchen wir einfach nur die Icarus-Schwingen und müssen dann zur Barrier der Karte gehen. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das geht theoretisch auch mit Buildings. Aber wir werden versuchen, so hoch es geht in dieser Fortnite-Season zu kommen, ohne dass wir irgendwelche Glitches benutzen müssen. Ich bin sehr gespannt darauf, ob das Ganze klappen wird. So, jetzt passt mal auf, Ladies and Gentlemen. Ihr braucht auf jeden Fall die Icarus-Schwingen dafür. Geht einfach an den Rand der Karte. So, wir gehen aufs Trampo. Und wir müssten gleich die Barrier erreichen. Die ist schon ziemlich nah auf jeden Fall. So weit kommt man auf jeden Fall nicht. Hinten ist übrigens die Startinsel. So weit werden wir auf gar keinen Fall kommen. Gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Und hier vorne ist es einfach. So, jetzt bauen wir hier einfach ein bisschen. Gehen an die Barrier ran. Und guckt jetzt mal bitte. Wir können uns einfach nach oben schießen die ganze Zeit. Wie krank ist das bitte? Okay, es geht schon nicht mehr weiter. Was passiert? Ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Boah, wie hoch wir schon gewesen sind. Kann man vielleicht ein bisschen mehr Abstand machen? Versuch's nochmal. Ich will halt auch nicht das Ganze zu sehr ausreizen. So, jetzt komm. Nächster Versuch. Wie hoch kommen wir? Könnte das ein Weltrekord werden? Oh mein Gott. Wir sind jetzt schon so hoch. Leute, guckt euch das bitte an. Holy moly. Ihr braucht halt nur zwei Sachen dafür. Die Barriere einfach und die Wings. So, wir gehen jetzt noch einmal nach oben. Nee, können wir gar nicht mehr. Wir gehen jetzt schon nach unten. Nein, ich war wieder zu gierig. Aber wie krank ist das bitte? Und hier aus können wir auf jeden Fall weiterfliegen. Kann ich jetzt eigentlich nochmal höher? Nein. Oh Gott, ich habe keine Wings mehr. Ich glaube, ihr habt das Spiel verstanden. Das kostet auch jedes Mal 10, ne?
So könnte es auf jeden Fall aussehen. Und noch viel, viel höher, Mann. Freunde, 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 ich sag euch, ich habe einen großen Fehler in Fortnite gemacht. Ich werde euch auch gleich sagen, welcher das ist. Ich habe auf jeden Fall eine Waffe komplett unterschätzt. Ich hoffe, dass wir sie jetzt schnell finden werden. Holy moly, wir haben sie gefunden. Let's go. Und da oben jetzt die nächste ist, haben wir es einfach geschafft. Wie sieht's aus? Die liegt hier sogar, oder? Ja. Was geil ist, wir haben sie einfach direkt in Gold, weil wir Midas sind. Big Baba Bubu, geil. Was hängt der hier schon wieder so heftig? Wollen wir gleich nur noch die Wings und dann haben wir alles, was wir brauchen, Leute. Ich liebe die Kombination jetzt schon. Aber ich zeige euch mal eben einen anderen Trick noch. Ich hoffe, dass das auch geht. Und zwar braucht ihr nur eine Wand. Die Blitzfähigkeit. Leute, wir steigen zu hoch. Das ist gar nicht das, was ich wollte. Normalerweise sollte man mit den Blitzen durchschießen können. Aber wir testen das gleich nochmal. Ich glaube, das funktioniert. Digga, guck dir das mal an. Wie viele bitte? Ich will jetzt testen, ob das wirklich funktioniert. Wir machen noch einen höher jetzt. Dann wird das beim letzten Mal besser funktioniert. Ich sag euch, meine Tricks waren auch schon mal besser. Na egal, wir fokussieren uns erstmal auf den hier. Wo bist du? Ich will mit dir reden. Na, wo willst du hin? Du kleiner Schlawiner. Ich schieß sogar auf irgendjemanden. Hier geht's richtig ab. Guck mal hier auf Entfernung. Wenn du gut bist, easy knock. Dann gehst du näher ran. Und dann machst du den Trick hier nur noch. Das ist so krank, ne? Und ich kann das nicht mal. Ich mach das gerade zum allerersten Mal hier. Ist das der Pool gewesen? Was geht, Mann? Da ist noch einer. Der ist neben mir. Mach kein Auge, Mann. Sonst gibt's Double Pump. Okay, das ist die Schattenseite dieses Tricks, glaube ich. Haut er denn jetzt ab? Ist der hier runtergejumpt? Puschelkopf, wo bist du? Er ist echt abgehauen. Come on. Oh, er ist nicht abgehauen. Da bist du ja wieder. Komm, wir probieren das mal zusammen. Mach kein Auge. Was willst du dagegen machen? Einfach jeder Schuss ist ein 60er, Mann. Im Bestfall ziehst du sogar über 100 ab, wenn du einfach den Kopf triffst. Und wir haben gerade nur die grüne Waffe. Jetzt überleg mal bitte, wenn ich Zeus hier aktiviere. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen, oder? Wir probieren es mal kurz. Ich versuche mal kurz, den Zeus zu besiegen, damit wir noch eine bessere Edition kriegen. Gerade die mythische Waffe ist ja geisteskrank gut. Und ich dachte, die Waffe könnte einfach gar nichts. Ah, der hat die auch. Stimmt ja. Okay, ich glaube, das wird nichts. Also dafür ist die Waffe echt sehr, sehr schimmelig. Wisst ihr was? Wir fokussieren uns einfach auf lila Waffen. Ich kann den so nicht ausschalten. Das geht ja gar nicht. Bin der Tresor schon offen? No. Aber jetzt gleich. Hör doch auf zu schießen, du ekliger Mann. Ich glaube, es gibt sogar irgendeinen Bot da draußen, der die Waffe wirklich verkauft, ne? Und dann kriegt ihr die wirklich in lila und ist hier noch stärker. Hä? Oh mein Gott. Wir werden angegriffen. Hilfe. Der knuspert an meinem Häuschen. Der will jetzt richtig Ärger machen. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich check hier gar nichts mehr. Ich kann Prop werden. Dann komm doch, wenn du dich traust. Wenn du wirklich Ärger machen willst. Vorne ist einer. War der das? Läuft auf jeden Fall weg. Er sieht's hier gar nicht kommen. Junge, du siehst hier überhaupt nicht durch. Da hinten ist sogar noch einer. Versuch den mal ein bisschen aufzulauern. Boah, er schießt schon. Er weiß es doch. Er sieht doch komplett durch. Also ich sag mal, auf Entfernung ist die Waffe nicht so geil. Zumindest komme ich damit überhaupt nicht klar. Bin aber auch ein schlechter Sniper-Spieler. Aber wenn du näher rangehst... Boah, 107 direkt weg. Stabil. Sind die Bunker offen? Yo, wir sollten da vielleicht umgehen. Ich glaube, der ist näher. Vergessen wir den anderen mal. Und ich hoffe, dass wir diese Waffe in lila oder in gold vielleicht sogar finden werden, damit wir noch stärker sind. Ich bin gespannt. Bitte. Wir brauchen ein bisschen Glück. Gibt's hier irgendwo was? Normalerweise will ich diese DMR gar nicht, weil die voll schimmelig ist. Ah, das ist nicht gut. Wir haben einfach kein Glück, oder? Sogar eine goldene Sniper gefunden. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich guck gleich mal auf die Karte drauf. Vielleicht gibt's da irgendeinen. Wir bauen auf jeden Fall das größere Magazin. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann würde ich sagen, packen wir noch ein anderes Scope drauf. Einmal das hier. Und einmal das hier. Boah, das wird wild werden. Boah, das ist jetzt perfekt, Mann. Wir gehen nach Levish zusammen, Leute. Erst mal wieder richtig hinsetzen. Da ist Artemis einfach. Die Göttin der Jägerin oder so. Die verkauft die Waffe auf jeden Fall. Quickscope. Good morning in... Oh, oh. Good morning, Alter. Boah, das war knapp. Ich hab die aber auch dabei, kann es sein? Kurz Biggie trinken. Auf der anderen Seite ist noch einer. Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Laufe lieber weg. Ansonsten werde ich dich gleich jagen. Dritte ausrüsten. Und tot. Schon gar keine Chance gehabt. Und das Kranke ist ja, Freunde, ihr müsst das so sehen. Ich habe die Waffe nicht mal komplett equipped gerade. Ich hoffe darauf, dass jetzt Artemis hier noch am Leben ist. Die Waffe verkauft in lila. Dann holen wir uns zwei und dann machen wir die in Perfektion einfach ready. Dann sollten wir unaufhaltbar sein. Jo, sie verkauft sie einfach. Für 600, einfach zwei Stück. Das ist doch gar nichts, Mann. Dein Ernst? Die ist sogar schallgedämpft. Als ob.
Okay, ich treffe gar nichts. Oh Gott, ich treffe überhaupt nichts. Ich habe einfach auf sie geschossen, die Dummköpfe. Aber jetzt. Da oben ist einer. Nock. Wir gehen näher ran. Und. Wo ist er hin? Hält er den? Double Pump Action! Bleib stehen! Ich treffe dich, ich bin schlecht! Hier hat er gar nicht durchgeblickt. Der war ein Easy Going, glaube ich. So, wir brauchen das hier. Da auch nochmal drauf machen. Das ist schon drauf. Nehmen wir mal den Grip und bei dem anderen nehmen wir vielleicht den neuen Grip. Keine Ahnung. Ich glaube, Scopes waren sogar in Ordnung. Das heißt, wir können abhauen. Ein bisschen Gold mitnehmen. Das haben wir dann sowieso wieder alles drin. Danke. Ich will jetzt keine Zeit verlieren. Ich lasse die Kisten einfach hier. Lami lasse ich auch da. Boah, da ist einer. Der will das einnehmen. Hallo. Du siehst ja gar nicht durch. Er hat keine Chance, Mann. Muss mal anfangen, das noch ein bisschen schneller zu machen. Gucken, wie schnell ich sein kann. Haben wir jetzt einen komplett durchladen. Warte. Gut. Wie schnell können wir das machen? Junge, ich konnte damals Bubble Pump? Konnte damals Bubble Pump schon nicht. Ich meine Double Pump natürlich. Da kommt irgendwo einer. Aber vergesst Double Pump einfach. Jetzt kommt Double Sniper Pump. Hey, war doch gerade einer. Wollt ihr euch verstecken, ja? Weil die sind da oben. Boah, der sieht ja wieder gar nicht durch. Und. Wow. Übertreibt man nicht. Er hat eine Pumpgun, aber ich habe die Sniper Pump. Mal gucken, was besser ist. Das war clever von dir. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht gerade nicht so gut aus für mich. Verdammt, Mann, er hat mich gesniped einfach. Da habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen, glaube ich. Das lief nicht so gut. Aber ich glaube, du hast das Prinzip schon verstanden, oder? Hä? Was machst du denn hier, mein Freund? Bist du auf Kack gegangen oder was? Du musst doch das Schild hochhalten, das Emote. LOL. Ey, was bist du denn für ein Ekliger? Hallo. Ey, das ist mein Kumpel gewesen. Wie kann man denn so respektlos sein? Ich höre, du wirst jetzt so sterben von meiner Technik, ne? Du kleiner Ekliger einfach. Warum knockst du ihn denn? Nein, der arme Mann. Oh, er hat die Zeus-Fähigkeit wenigstens dabei gehabt. Wenigstens etwas hier. Wie kann man denn da so durchdrehen? Süßer No-Skin. Wir hatten so wenig Zeit, uns kennenzulernen. Jetzt liegt er da irgendwo rum. Ich habe nicht mal Heilung für ihn gehabt. Aber ich werde ihn niemals vergessen, Freunde. Herzchen für den No-Skin. Wir brauchen einen Namen für ihn. Ich nenne ihn einfach Günther vielleicht. Das passt perfekt. Das ist so perfekt einfach. Wir bauen jetzt einfach die drei Skybase, Mann. Oder auch nicht. Sind das die Bots gewesen, die auf mich geschossen haben? Ich check das diese Season nicht mehr mit diesen Bots, ne? Die machen mich so irre. Das ist ja sowas von crazy. Einfach hochbauen, es wird richtig dreist werden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ihr wisst ja selber, Skybases sind komplett overpowered. Aber das kombiniert mit der Zeus-Fähigkeit und dann einfach noch dem Teleport, das ist noch kranker. Ich hoffe nur, dass wir es in die Zone schaffen werden. Ist sehr, sehr weit weg, glaube ich. Erstmal die Zone rein. 14 Sekunden noch. Wir sollten es aber, glaube ich, mit Glück schaffen. Ist die nächste Zone wieder so weit weg? Ja, ich habe echt kein Glück, ne? Ich habe echt kein Glück. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden. Ich habe keine Mets mehr. Ist nicht die beste Skybase. Ich gebe es zu. Sind hier irgendwelche Gegner in der Nähe? Hier oben kannst du halt so einfach die Blitze normalerweise runtersmashen. Aber hier ist halt keiner. Wir müssen so weit in die Zone rein. Da unten ist einer. Die hole ich mir jetzt. Guck dir das an. Die Blitze kommt von oben nach unten. Der Arme ist auch schon tot. Ist runtergefallen. Nein, wieder fast runtergefallen. Oh, was passiert hier? Ich krieg sweaty hands, Mann. So, wir werden es jetzt nochmal versuchen. Ich glaube, der ist irgendwo da unten, glaube ich. Ah, da hinten ist er doch. Und weg mit dir, Mann. Es ist so crazy. Und sterben können wir halt auch nicht, wenn wir runtergeschossen werden. Setzt sich halt einfach die Zeus-Fähigkeit ein und gibt keinen Fallschaden. Das ist die letzte, ne? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Mats. Er schießt auch auf mich. Ich glaube, die müssen wir so holen. Aber wartet mal, das ist hier überhaupt gar nicht schlimm. Ob wir jetzt oben sind oder nicht, das ist ja nur ein Teil dieses geilen Tricks. Ja, ja, kommt ruhig her. Ihr könnt gegen mich sowieso nichts machen. Kommt ruhig runter. Krass ist nämlich, wenn ihr die Zeus-Fähigkeit mit dem Medaillon von Cerberus bzw. Bobby kombiniert, dann könnt ihr euch sowieso nichts mehr. Er schießt, der ist schon ein bisschen sauer. So, wir weichen jetzt aus und der erste ist weg. Der andere ist irgendwo da hinten noch. Ich hab mich mal kurz ein bisschen aufladen. Ein bisschen durchheilen, dann holen wir den letzten weg. Das ist so zauberhaft, ne? Normalerweise die Zeus-Fähigkeit ist sehr, sehr statisch einfach, wenn man die einsetzt. Aber durch den Teleport kann euch halt so gut wie keiner mehr treffen. Das wird dein Ende sein. Und auch mein Ende. Komm her, komm, schieß auf mich.
Und let's go, wir haben es geschafft, Mann. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo dalassen. Schreibt gerne noch weitere krasse Sachen in die Kommentare rein, die Fortnite einfach komplett brechen. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge einfach. Das soll es vom Video gewesen sein. Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.